Hallo alle zusammen, Simon von Games and Tables wieder. Wir machen weiter mit unserer Rune Wars Reihe und diesmal wollte ich die Vaykar Helden vorstellen, also die beiden Charaktere, die es mittlerweile für die Untoten Legionen von Vaykar gibt. Also Ardus ex Erebus und Ankaur Maro. Bevor wir aber damit anfangen, noch einmal kleine Auflösung des Versprechens. Ich habe ja bei der Malerleitung von Kari Geistjägerin oder Geisterjägerin, wie sie genau heißt, versprochen, dass wir die verlosen unter allen unseren Patrons. Und zwar alle, die mindestens $5 Pledge gesetzt haben. Wir haben da immerhin 11 Stück, also da sind wir sehr dankbar schon mal an die und auch alle anderen, die uns unterstützen. Aber jetzt gerade denen, weil sie uns mit etwas mehr unterstützen, wollten wir einmal Dankbarkeit zeigen. Und haben jetzt 11 Leute, die da qualifiziert sind für diese Verlosung. Und naja, wir sind ein Tabletop-Kanal, das heißt, wir werden das Ganze auswürfeln. Und zwar jetzt live hier und direkt. Ich habe eine Liste gemacht, ich habe hier einen Würfel, ich habe hier das Würfelbrett und ich werde das Ganze jetzt einmal kurz filmen. Zack, Aufnahme läuft, glaube ich. Ja. Und jetzt würfel ich direkt mal aus. Wupp. Die Liste ist eingeblendet. Eine 3 habe ich gewürfelt. Das heißt, wir gucken auf die schlaue Liste. Die Nummer 3 ist der Christian. Wir haben nur einzigartige Vornamen. Das heißt, ich werde es beim Vornamen belassen. Christian, herzlichen Glückwunsch. Du hast Kari Geisterjägerin gewonnen. Ich hoffe, du spielst selber Rune Wars. Und auch wenn nicht, hoffe ich, dass dir das Modell gefällt. Du wirst also eine Mail von uns erhalten. Und ja, dann können wir darüber sprechen, wie die Base-Gestaltung aussehen soll. Und dann mache ich dir die soweit fertig und schicke sie dir demnächst zu. Jetzt aber weiter im normalen Programm. Vaykar Helden. Also, wir legen das einmal weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack, zack, zack. Hier habe ich sie mir zur Seite gelegt, beziehungsweise Bild wird eingeblendet von den Modellen. Ardus ex Erebus habe ich bereits bemalt. Zu Ankaur bin ich noch nicht gekommen. Den werde ich gleich auch vorstellen. Zu Ankaurs Modell. Ich habe es soweit zusammengesteckt. Davon seht ihr jetzt auch halt Bilder. Ich finde es ziemlich cool mit diesem ja quasi Knochenelementar, auf dem er reitet. Diese Welle aus Gebeinen. Dazwischen haben sie so ein paar Stirn modelliert, dass man da schön so einen Energieeffekt malen kann. Er surft darauf quasi. Hat eine ziemlich coole Robe, einen schönen langen Umhang, da kann man dann sehr schön wieder mit Übergängen spielen, so wie wir das halt auch bei den Dakan Lords in den Malerleitungen vorgestellt haben. Das heißt, auch da werde ich dann meinen Türkiston schön ausarbeiten können. Ein riesiger Knochenzauberstab aus einer Wirbelsäule mit noch ein bisschen Gerippe und ja, irgend so ein Tierschädel mit Geweih könnte von so einem hirschähnlichen Wesen sein. Der ist schon mal sehr cool. Das ist halt die normale Variante des Helden, wenn er alleine gespielt wird oder aber, wenn man ihn halt runternimmt, ich habe ihn halt noch nicht geklebt, in einer Kavallerieeinheit spielt. Oder er geht zu Fuß herum als Upgrade für die Infanterieeinheit. Da ist er ja im Grunde das gleiche Modell natürlich. Nicht ganz so imposant finde ich. Er hat eine sehr dynamische Pose auf dieser Knochenwelle, aber trotzdem ganz cool mit seinem Stab, mit seinem Schwert dazu, dem Umhang auch. Der hier sogar ein bisschen löchriger aussieht. Ja, der hat hier mehr Löcher, der Umhang, und einen Flicken woanders. Also er tauscht den Umhang aus, wenn er sich einer Einheit anschließt. Aber trotzdem immer noch ein sehr cooles Modell. Und ja, einer der ganz wenigen, oder bzw. der erste momentan bei den Untoten Legionen, der nicht wirklich untot ist. Er hat noch sehr menschliche Arme und ein sehr menschliches Gesicht. Guckt ein bisschen angewidert, aber naja, er ist halt so ein quasi ein Nekromant, der halt die ganzen Untotenhorden beschwört, wiederbelebt und sie in die Schlacht führt. Aber gehen wir erstmal auf Ardus ex Erebus ein, den Feldherrn aus der Grundbox, der definitiv ja, eher zum Kämpfen geeignet ist. Und ja, vorweg eine kleine Erklärung: Jeder Charakter bringt eine Sonderregel mit, die in irgendeiner Form die Armee beeinflusst. Sei es die Ausrüstungsoptionen, die eine Armee hat, die Möglichkeiten, die Einheiten der Armee hinzuzufügen oder aber auch die Aufstellung der Armee im Spiel. Und Ardus ex Erebus Fähigkeit, zu der gehe ich jetzt einfach direkt ein: Jede Einheit in deiner Armee wird behandelt, als hätte sie die verfügbaren Aufwertungen in der Reihe ihrer Kostentabellen mit dem nächsthöheren Kosten. Falls es keine Reihe mit höheren Kosten gibt, wird diese Regel ignoriert. Da habe ich in den anderen Videos schon so ein bisschen drauf hingewiesen. Sobald man Ardus ex Erebus alleine spielt, nicht mit Unit Upgrade als Unit Upgrade, sondern wirklich ihn alleine aufs Feld stellt, hat man diese Sonderregel und das ermöglicht allen anderen Einheiten, die Aufwertungsstufen
der nächstgrößeren Einheitengröße halt zu wählen. Das heißt, hat man eine 9er Einheit wiederbelebte, also 9 Tableaus wiederbelebte, kann man die Ausrüstung von 12 Tableaus nutzen. Ich glaube, bei dem Beispiel genau ändert sich jetzt nicht wirklich viel. Aber hat man jetzt eine 2er Einheit Bogenschützen, kann man die Ausrüstungsoption von einer 4er Einheit wählen und so weiter. Also dann, man kriegt die Ausrüstungsoption der nächstgrößeren Einheit, wodurch man tendenziell viele kleine Einheiten spielen kann, die trotzdem die guten Ausrüstungsoptionen zur Verfügung haben. Also Ardus Xeribus an der Stelle eine sehr coole Option, die Armee ein bisschen zu pushen. Gucken wir uns aber Ardus selbst mal einmal genauer an. Wenn man ihn alleine spielt, kostet er 37 Punkte, kann ein Artefakt kriegen und kann ein einzigartiges Upgrade bekommen. 37 Punkte ist weniger als der große Fleischklops von den Utogülern. Ist trotzdem nicht allzu wenig, aber wenn ich jetzt einmal hier spicke, Ankeraue kostet auch 40, also für im Verhältnis zu anderen Helden scheint er doch recht günstig zu sein. Schauen wir uns die Vorderseite an von Ardus X Erebus. Er hat nur eine Nahkampfattacke, aber mit zwei weißen Würfeln. Das sind diese quasi, ja, ich würde sagen, nennen jetzt mal Heldenwürfel nennen einfach, weil Helden, also Charaktere, sind die, wo am meisten der weiße Würfel vorkommt. Das ist auch der einzige 12-seitige Würfel im Spiel. Die anderen beiden Würfel sind 8-seitig. Der ist 12-seitig, er hat auch eine Leerseite. Er hat aber auch eine Seite mit einem Totenschädel für also sofort einen Lebenspunktverlust bei dem Gegner. Sehr viele Seiten mit Treffern und viele kombinierte Seiten mit Treffer plus Blitz, Treffer plus Moral, Treffer plus Genauigkeit, Blitz und Genauigkeit. Also viele gemischte Sachen. Seite mit 2 Treffern, Seite mit 2 Blitzen. Also das ist ein sehr effizienter Würfel, ein sehr starker Würfel, deshalb natürlich auch relativ selten und im Wesentlichen Charakteren vorbehalten. Dazu kommt, dass er Widerstand 3 und 4 Lebenspunkte hat. Also wenn wir uns aus dem letzten Video uns erinnern, habe ich ja gesagt, man kann das halt grob multiplizieren, um herauszufinden, wie viel Treffer man machen muss, um sein Modell auszuschalten. Mit 12 ist das, glaube ich, so ein erster, ja, so mittlerer Wert für Charaktere. Ich glaube, Kari hat da die gleichen Werte. Oder 3-3 sogar nur, vielleicht ein bisschen weniger. 4 Lebenspunkte ist auf jeden Fall sehr gut. Widerstand 3 ist sehr, sehr gut. Denn das bedeutet ja einfach mal alle. Man muss 3 Treffer machen, um einen Schaden zu machen. Und wenn man jetzt sich so ein bisschen die Sachen anguckt, Einheiten, die halt 2 Tableaus breit sind, verdoppeln ihre Treffer. Aber sie müssen schon mindestens 2 Treffer würfeln, um überhaupt einen Schaden bei Ardus zu machen. Und sie brauchen 3 Treffer, um 2 Schaden zu machen, wenn sie halt nur verdoppeln. Während er halt gegen manche Sachen, die wirklich nur ein Modell sind, also die ganzen größeren Viecher wie der Aasreiter, der Runengolem und der Dornendrescher, die halt entweder gar nicht verdoppeln oder halt nur brutal haben, um es einmal zu verdoppeln, müssen halt auch entsprechend viele Hits würfeln, Treffer würfeln. Der Runengolem ist dann ein bisschen Sonderfall, der hat durch die Brutalität in Höhe der blauen Runen die Möglichkeit halt auch zu verdreifachen, was natürlich enorm ist. Aber generell ist das erstmal ein Verteidigungswert von 3 sehr, sehr gut. Dann hat er aber noch ein paar Fähigkeiten dazu. Nahkampf. Fähigkeit mit seinem Nahkampfangriff zusammen. Dieser Angriff wird behandelt, als hätte er die Blitzfähigkeiten sowohl Nahkampf als auch Fernkampf vom Verbündeten in Reichweite 1 bis 3. Also er kann alle Blitzfähigkeiten von Verbündeten in Reichweite 1 bis 3 nutzen, als wären seine eigenen, und zwar als wären seine eigenen Nahkampffähigkeiten. Also auch wenn Bogenschützen in der Nähe stehen von ihm, von seiner Armee, die ja für 2 Blitze einen Pestauchmarker verteilen, so kriegt er diese Fähigkeit im Nahkampf. Kann also dann mit 2 Blitzen einen Pestauchmarker verteilen. Oder es steht ein Aasreiterwurm in der Nähe, der entsprechend für einen Blitz hinzufügt, also für jeden Blitz einen Totenschädel auf das Ergebnis hinzufügt, wenn der Gegner einen Pestauchmarker hat. Das finde ich besonders interessant bei Ardus X Erebus. Dadurch ist er einfach eine sehr solide Auswahl, die halt auch von der Armee profitiert und dann gerade mit seiner Fähigkeit hinten drauf, dem Krähenschwarm, davon profitiert viele Einheiten zu spielen, viele mittlere oder kleinere Einheiten zu spielen, um halt auf verschiedene Fähigkeiten auch Zugriff zu haben und diese dann möglichst in der Nähe voneinander zu haben. Dazu ist er brutal 1, also er selber verdoppelt auch die Anzahl seiner Treffer, was mit 2 weißen Würfeln halt, die Maximalzahl von Treffern ist hier 2, zu 4 Treffer, die man würfeln kann, zu 8 Treffern, die er effektiv verursacht. Also er kann mit einer Nahkampfattacke 2 Infanterietableaus zerstören oder ich glaube sogar eine ganze Gruppe altgewundener Kavallerie, also eine 2 Tableaus, altgewundene Kavallerie, die
häufig, glaube ich, auch nur in Zweiergruppe gespielt wird, vielleicht wenn es auch ein bisschen größer gespielt, aber ich persönlich bin Fan von vielen kleinen Einheiten, deshalb sagt mir Ardos besonders zu. Und er hat standhaft, Zweifel und Furcht, das habe ich ja letztes Mal auch nochmal ausdrücklich, also ausführlich erklärt, standhaft erhöht für die angegebenen Moralproben den Moralwert um 1. Also wenn man eine Zweifel- oder eine Furchtkarte offen ausliegen, die sind jeweils, kosten einen mehr quasi, sind einen höher, wodurch es unwahrscheinlicher ist, die auszulösen. Und da es hier Zweifel und Furcht betrifft, heißt es, er ist relativ resistent gegen Moraleffekte. So, das so viel erstmal zu seiner Karte. Jetzt gucken wir uns das Kommandorad an. Und stellen erstmal fest, er hat einen sehr frühen Nahkampfangriff. Fange ich auch bei dem direkt mal an. Nahkampfangriff auf Initiative Schritt 3 ist, glaube ich, bisher das schnellste, was ich gesehen habe. Also nicht alleine, es gibt noch andere, die, glaube ich, 3 haben, aber ich habe jetzt noch keinen mit 2 gesehen, meine ich. Dazu hat er 2 Modifikationsmöglichkeiten in Rot, Treffer oder Blitz, je nachdem, wenn er viele Einheiten mit Blitzfähigkeiten drumherum hat, lohnt es sich, einen Blitz hinzuzufügen, um entsprechend mehr Effekte auszulösen. Ansonsten noch ein Treffer dazu, der ja durch sein Brutal schon als 2 Treffer zählt, heißt, allein das ist schon auf jeden Fall ein kaputter Kavallerist oder halt 2 kaputte Infanteristen. Gepaart mit seinem Würfelwurf erhöht das die Chance, wirklich 2 Tableaus in einer Attacke auszuschalten. Er also wirklich ein sehr starker Nahkämpfer. Er hat 2 weiße Modifikatoren. Er hat Sammeln als weißen Modifikator und er hat Verteidigen als weißen Modifikator, wodurch sein Widerstandswert von 3 auf 4 angehoben wird. Gepaart mit dem sehr frühen Nahkampfangriff bedeutet das, dass er sehr früh in der Runde sich auf 4 Verteidigungen hochsetzen kann und diese den Rest der Runde hat. Also es dem Gegner sehr schwer macht, ihn dann auszuschalten. Als gelbe Aktion kann er eine Spezialaktion ausführen, er hat selbst keine, müsste diese also über ein Artefakt bekommen. Ich komme gleich zu Ausrüstungskarten, habe da aber, muss ich jetzt schon vorweggreifen, keine mit so einer Spezialfähigkeit drin, da ich die jetzt nicht so geschickt für Ardos finde. Vielleicht mag ich mich da täuschen, aber erstmal finde ich da noch keine so besonders gut. Bewegungsbefehle haben wir mit Initiative Schritt 4 und 5, jeweils Bewegung 2 und 3. Also, ja, mittelschnell, er kann nicht 1 geradeaus, er kann nicht 4 geradeaus. Und Initiative Schritt 4 und 5 ist aber ganz okay. Zumal, weil die nah beieinander sind, kann man da so ein bisschen, die ein oder andere Einheit vielleicht dann doch überraschen mit der kleineren Initiative oder halt durch den einen Schritt höher der Initiative einen Distanzvorteil erringen. Also, wenn man weiter weg steht, der Gegner nicht rankommt, kann man dann vielleicht nach ihm dran sein. Dafür sind sie vielleicht ein bisschen zu nah aneinander, also 4 und 5, 4 und 6 wäre vielleicht etwas geschickter an der Stelle, aber mit 4 und 5 auf jeden Fall nicht schlecht und tendenziell, gerade bei diesen Geschwindigkeitswerten, also Initiative Schritt 5, 3 geradeaus, bedeutet glaube ich, dass er auf die Distanz einer der schnelleren ist. Modifikation dazu ist, er kann halt sanfte Kurven machen, ohne Geschwindigkeitsabzug Ecken machen, mit Geschwindigkeitsabzug, das heißt, er kann die 1er und 2er Ecke halt machen in Initiative Schritt 4 und 5. Stummangriff geradeaus ohne Geschwindigkeitsabzug und einen Kurvenstummangriff, einen gebogenen, mit minus 1 auf die Geschwindigkeit, da ein bisschen schwieriger das anzubringen, aber immerhin. Ja, und dann kann er in Initiative Schritt 3 auch neu formieren, beziehungsweise ein 5, ein 1er Speed Manöver machen. Optionen, die glaube ich jede Einheit irgendwo hat. Initiative Schritt 3 neu formieren ist ganz gut, weil das sehr früh wieder ist. Er kann dann gleichzeitig seinen Widerstand erhöhen und sich entsprechend ausrichten, damit ein potenzieller Angreifer ihm nicht in die Seite fällt, sondern in die Front angreift und entsprechend den Flankenbonus nicht bekommt. Also, Ardos ein sehr gutes Rad, wie ich finde. Ich habe jetzt noch nicht so viele Charaktere miteinander verglichen, deshalb ist es schwer, das einzuschätzen, aber im Vergleich zu Einheiten definitiv etwas besser. Sehr schnell. Und ja, gerade der Dreierangriff, also der frühe Angriff geparkt mit dem Verteidigungswert erhöhen oder dies Neuformel geparkt mit Verteidigungswert erhöhen, finde ich besonders gut, ihn als Flankenschutz für eine größere Infanterieeinheit in der Mitte zu spielen. Und ich habe ja bei den Wiederbelebten schon von diesem großen Blob erzählt, mit dem Nekromanten drin, mit Schleichender Tod, oder wie das hieß, dass sie die Tableaus nicht sofort abräumen. Das ist halt ein relativ großer Block, der schwerfällig ist und der halt große Flanken hat. Das heißt, da ist es ganz gut, Ardos in einer Flanke stehen zu haben, der diese Flanke komplett frei hält. Denn was da ankommt, Ardos kann das halt mit Neuformieren und Verteidigungswert steigern, abfangen, auffangen, aushalten definitiv, weil er mit Verteidigungswert dazu ja dann 16 Lebenspunkte effektiv hat, also 16 Treffer aushält.
Und selber dann in der Folgenrunde sehr früh zuschlagen kann mit dem gerade beschriebenen Offensivpotenzial. So, schauen wir uns noch die Ausrüstungskarten an. Also es gibt zwei einzigartige Karten für ihn. Und zwar haben wir die uralte Kampftechnik für 2 Punkte und Ardus Zorn für 1 Punkt. Ardus Zorn ist eine Nahkampfmodifikation, also Nahkampfangriffe betrifft sie. Er fügt einen Blitz hinzu. Fertig. Für 1 Punkt ist das definitiv nett. Wenn man viel auf diese Synergien setzt, die wahrscheinlich noch interessanter werden, je mehr Einheiten veröffentlicht werden, dann kommen wahrscheinlich viele weitere Blitzfähigkeiten dazu, um das weiter zu nutzen, da er ja die Blitzfähigkeiten aller Einheiten in Reichweite 1 bis 3 hat, also aller befreundeten Einheiten. Momentan stärker finde ich für 2 Punkte die uralte Kampftechnik, auch nur für ihn natürlich, präzise 1 bekommt er. Das heißt, er darf dann beliebig viele Würfel einmal wiederholen für 2 Punkte. Dadurch steigt er auf 39 Punkte. Aber diese zwei weißen Würfel, wenn mal einer eine Leerseite hat, kann man den neu werfen und dadurch nochmal mehr Schaden machen. Zumindest sehr wahrscheinlich mehr Schaden machen. Finde ich einfach ganz gut, um so ein bisschen Würfelpech auszugleichen. Das finde ich immer sehr wertvoll, wenn man halt Würfelpech reduzieren kann durch solche Sachen. So, dann hat er noch einen Artefakt-Slot. Und für den Artefakt-Slot habe ich mir eins ausgesucht, das ich gerade mit der beschriebenen Rolle sehr, sehr stark finde, das jetzt mit Ankaur dazugekommen ist, beziehungsweise auch mit dem anderen, mit dem Lord Hearththroner, wie er heißt, der andere Held für die Darkhan-Lords. 6 Punkte Schild des Margath. Nachdem du gegen einen Nahkampfangriff verteidigt hast, erleidet der Angreifer Schaden in Höhe deines Verteidigungswertes. Wir erinnern uns, dass er in Initiative Schritt 3 seinen Verteidigungswert ja auch am meisten steigern kann, indem er das als Modifikator wählt. Und dadurch entsprechend Verteidigungswert 4 hat. Das heißt, wenn er von einem Gegner im Sturmangriff angegangen wird und er sich vorher verteidigen konnte, also in Verteidigungsstellung begeben konnte, macht der Angreifer seinen Angriff, macht vielleicht einen, wenn er einen guten Wurf hat und bis zu 8 Treffer erzielt, 2 Schaden und kriegt danach 4 zurück. Das ist ein Tableau in den meisten Fällen. Also ich finde Schild des Magas für Ardus Exerebus sehr, sehr stark. Es macht ihn zu einer sehr bedrohlichen Blockade in der Flanke. Also der Gegner möchte in dieser Flanke eigentlich nicht mehr wirklich sich befinden. Denn ja, wenn er Ardus angreift, bestraft ihn das zu sehr. Wenn er Ardus nicht angreift, er hat relativ wenig Möglichkeiten im Idealfall auf der Flanke. Also das finde ich für ihn schon mal sehr, sehr gut gepaart mit uralte Kampftechnik, dem präzise 1, dann seinen eigenen Angriff in der meist folgenden Runde zu verbessern. 8 Punkte drauf ist er bei 45 Punkten, was zwar relativ viel ist, aber ich glaube, er ist diese Punkte auf jeden Fall wert mit dem Offensiv- und gleichzeitig Defensivpotenzial, das er mitbringt. So, man kann Ardus natürlich auch in einer Einheit spielen, aber nur in Infanterieeinheiten, da er nun mal nur zu Fuß rumläuft, er hat kein Kavalleriemodell. Da kostet er 23 Punkte. Das ist für ein Upgrade, für ein Einheiten-Upgrade sehr viel, wie ich finde. Aber es ist ein Figuren-Upgrade, er steht selber drin, hat dann Widerstand 3, 2 Lebenspunkte. Also er hat 2 Lebenspunkte weniger, als wenn er alleine rumlaufen würde. Aber er hat halt den Schutz der Einheit. Man muss erstmal dieses Genauigkeitssymbol würfeln, um ihn entsprechend treffen zu können. Und dann kann man ihm auch nur so viel Treffer zuweisen, bis er ein Leben verliert. Dann braucht man noch ein Genauigkeitssymbol, um das zweite Leben abzuziehen. Und das ist Schaden, den er abfängt, der nicht auf die Einheit übergeht. Also ich finde, er erhöht die Lebenspunkte der Einheit dann doch relativ enorm. Und der Effekt ist, dass man der Einheit einen weißen Würfel bei Nahkampfangriffen hinzufügt. Also das ist eine Sache, wo ich auch noch so ein bisschen überlegen bin, wie ich es am besten einsetze in so einem Infanterietrupp von Wiederbelebten, der relativ groß sein kann. Die Wiederbelebten können ja bis zu einem 12er Block haben, 4 breit, und da dann einen weißen Würfel drin zu haben, das heißt, sie haben einen blauen, einen roten und einen weißen Würfel. Haben sie einen blauen, roten? Ja, sie haben, glaube ich, 2 blaue oder 2 rote. Weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Zu lange her, dass ich mir die Karte angeguckt habe. Auf jeden Fall haben sie halt 2 Würfel plus den weißen und das mal 4. Also die Treffer mal 4. Ist einfach eine enorme Bedrohung, das heißt, der Gegner möchte da tendenziell auch nicht in Nahkampf landen und möchte diesen Block eher umgehen. Was, naja, dazu brauche ich mehr Spielerfahrung, um das besser einzuschätzen können, aber ich glaube, im ersten Moment nicht so einfach ist. Aber er ist noch nicht fertig, es gibt nicht nur diesen weißen Würfel, nein, zusätzlich wird der Angriff behandelt, als hätte er die Blitzfähigkeit, sowohl Nahkampf als auch Fernkampf, von verbündeten Einheiten in Reichweite 1 bis 3. Also das gleiche wie bei Ardus selbst, auch in der Einheit dann
Die Blitzfähigkeiten alle befeuern einen in einem Umkreis. Das heißt, man schickt dann schöne Bogenschützeneinheit hinterher, man hat vielleicht noch einen Aasreiter in der Nähe und schon hat man beide Fähigkeiten. Dann kann man dieser Infanterieeinheit eventuell weitere Ausrüstung geben, die ich weiß nicht, ob es gerade so viel Ausrüstung dafür zur Verfügung gibt, aber vorzugsweise etwas, was einen Blitze hinzufügt zum Wurf und Einheiten in der Nähe spielen, die einem weitere Blitzfähigkeiten hinzufügen, wie die Meister geschmiedeten Waffen oder so ähnlich. Oder, das habe ich jetzt gerade hier liegen, weil es gleich für ihn interessant wird, Klinge des letzten Lichts. Also weitere Blitzfähigkeiten, denn dann kriegt auch diese Einheit diese Blitzfähigkeiten. Wenn sie genug Blitze würfelt, kann sie sehr viel davon auslösen. Also auch in der Einheit finde ich ihn besonders, also finde ich ihn sehr interessant. Setzt aber sehr viele Punkte auf diese Einheit, man investiert sehr viel in diese Einheit und wenn diese Einheit dann im Spiel doch mal nicht wirklich zum Tragen kommt, weil sie vom Gegner ausgetanzt wird, ist es noch ärgerlicher. Aber definitiv mal ein Versuch wert. Also Ardus finde ich schon mal sehr, sehr cool. Persönlich sagt mir am meisten diese Schild des Magers uralte Kampftechnik-Kombination zu, um halt so einen Flankenschutz zu machen, so einen Vorstopper für den Gegner. Aber ich denke, man kann ihn auch relativ gut in der Einheit spielen. So, jetzt lege ich ihn mal kurz zur Seite, den Ardus X Erebus, und krame mir den Ankaur Maro hervor. Wie schon gesagt, Ankaur Maro ist ein Magier, der seine eigenen Sondereffekte mit einbringt. Gehen wir mal auf die Rückseite zuerst wieder. Also er kostet 40 Punkte, hat auch Artefakte und einzigartig. Ich glaube, das gilt für alle Charaktere, dass sie diese Kombination haben. Und er hat auch natürlich eine Fähigkeit, die er mitbringt. Verbotenes Wissen des Schattenkonzils. Deine Armee kann eine nicht einzigartige Einheit einer beliebigen anderen Fraktion enthalten. Nach dem Spielaufbau erhält jede Einheit zwei Pesthauchmarker. Also er kann eine beliebige andere Einheit einer anderen Armee mit ins Spiel nehmen. Sie darf nicht einzigartig sein. Und sie kriegt dann zwei Pesthauchmarker. Also die ist quasi dann auch frisch wiederbelebt worden, stinkt noch ein bisschen. Und kämpft dann für die Untoten Legion. Hier gilt jetzt, hier ist wichtig zu beachten, die Einheit, die man dann einsetzt, sagen wir mal Speerträger der Dakanlords, kann weder Vaika-Ausrüstungskarten bekommen, noch Dakan-Ausrüstungskarten. Denn man kann Dakan-Ausrüstungskarten nur nutzen, wenn man Dakan-Lord-Fraktion spielt, als Armee, und die Armee ist Untote Legion von Vaika. Und man kann Untote Legion von Vaika-Ausrüstungskarten natürlich auch nur an Untote Legion von Vaika-Einheiten packen. Das heißt, diese Einheit, die man hinzunimmt durch seine Fähigkeit, kann sich nur auf kann sich nur mit neutralen Ausrüstungskarten ausstatten. Das reduziert die Effizienz verschiedener Einheiten, soweit, dass sie unattraktiv werden, bei ihm gespielt zu werden. Und bisher sehe ich tatsächlich nur zwei, die ich wirklich bei ihm gut einsetzen würde. Im Moment. Man muss natürlich immer berücksichtigen, es kommen immer weitere Einheiten, die mit ihm wieder interessant werden könnten. Im Moment sehe ich definitiv Leonx Rider, also die Leonx Reiter von den Elfen, diese Puma-Reiter oder so ähnlich, in einer Dreier-Einheit. Die sind dann als lange Säule quasi, sind eins breit, drei tief, können aber die Ausrüstung bekommen, dass sie, Column Tactics, Säulentaktik, dass sie ihre Tiefe, also die Anzahl der Reihen quasi, als Bedrohung nehmen und die Breite als zusätzliche Schlachtreihen betrachten. Das heißt dann, weil sie drei tief stehen, verdreifachen sie ihr Schadenspotenzial. Sie sind sehr schnell, sie sind gut in der Lage, sich neu zu formieren, also eine super Flankeneinheit, die man mit Ankaur Maro einsetzen kann, und in der ersten Runde wird man dann meistens einen Sammelbefehl machen, um diese Pesthauchmarker loszuwerden. Das bremst sie zwar erstmal ein bisschen, man kann auch situativ überlegen, das Sammeln später zu machen, aber auf jeden Fall denke ich, eine Möglichkeit, da die Einheit nochmal ein bisschen in eine Richtung zu spezialisieren, die sonst mit reinen Untoten nicht möglich wäre. Die andere Einheit, die ich ganz gut bei ihm sehe, ist der Dornendrescher, jetzt von den Utok Ylan. Den kann man auch einzeln spielen oder in kleineren Gruppen von 2 oder 4. 4 ist schon relativ teuer, aber in einzeln kann man ganz gut spielen, denn der hat diese Panikmarker-Kontrolle. Die habe ich ja im letzten Video vorgestellt. Am Ende seiner Aktivierung kriegt jeder Feind im Umkreis, der noch keinen Panikmarker hat, einen Panikmarker.
Das kann sehr reizvoll sein, kombiniert dann mit den weiteren Angriffen, die man macht, oder den Angriffen der Bogenschützen von den Untoten. Bei den Wiederbelebten war es, glaube ich, als Modifikator mit dem zusätzlichen Panik, also dem Moralsymbol, um darauf zu pochen, viel über diese Panikeffekte zu arbeiten, generell so eine Kontrolle aufzubauen. Dafür könnten die Dorndrescher sehr interessant sein. Und wie gesagt, erste Runde macht man Sammelbefehl, dadurch ist das nicht so dramatisch, dass sie diese Pestauchmarke haben. Und weil man sie auch nicht so sehr nahkampf schicken möchte, brauchen sie nicht unbedingt einzigartige Aufwertungen, zumal es im Moment noch keine einzigartigen Aufwertungen für diese Dorndrescher gibt. Also, das so die beiden Hauptkandidaten, die ich da sehe, um sie damit einzusetzen. Und das ist natürlich auch nur wirklich, wenn man Ankaro Maro allein spielt. Ankaro Maro, so. Vorderseite von ihm. Also, er hat Widerstand 2, 5 Lebenspunkte. Ist etwas weicher als Ardus X Erebus, ist aber auch eigentlich nicht für Nahkampf konzipiert, sollte also damit Schaden tendenziell entgehen. Trotzdem, erst gegen Fernkampf nicht sehr geschützt, man sollte da ein bisschen aufpassen. Er hat eine Fernkampffähigkeit und erstmal gucken wir unten mal kurz an, da steht nämlich bei Fernkampf ein weißer Würfel gleich rote Runen mit dem Sternchen, das wird oben erklärt, Würfel mit einer Anzahl von, mit einer Anzahl weißer Würfel in Höhe der roten Runen. Also 0 bis 4. Und 4 halte ich für sehr furchteinflößend. Er ist aber nicht brutal, also er verdoppelt nicht, das heißt, 4 weiße Würfel sind in etwa so gut wie 2 weiße Würfel mit Brutal. Im Nahkampf hat er nur einen einzigen weißen Würfel. Also er möchte partout nicht in Nahkampf. Er hat auch eine Fähigkeit, die nur mit Fernkampf funktioniert. Für 2 Blitze entferne eine Wunde. Er kann sich also selber heilen. Für Blitze. Und er hat eine Sonderfähigkeit. Und das ist so eher der Punkt. Denn er ist halt Magier. Sonderfähigkeit. Füge einer Vaikar-Infanterieeinheit in Reichweite 1 bis 5 bis zu blaue Runen volle Tableaus hinzu. Dann erleidest du Wunden in Höhe der Anzahl der hinzugefügten Tableaus. Daher auch die Regenerationsfähigkeit und diese eher mehr Lebenspunkte mit wenig Verteidigung. Er steht hinter so einer Truppe von Vaikar-Infanterie, also den Wiederbelebten zum Beispiel. Macht diese Fähigkeit, es liegt gerade eine blaue Rune, das ist so meistens davon das eine Licht, also eine Licht glaube ich auf jeden Fall, und es können 2 liegen. Und kann dieser ein komplettes Tableau mit 4 Modellen hinzufügen, kriegt dafür einen Schaden. Gut, er kann, wenn wir uns das gleiche Rad angucken, auch noch einen Fernkampfangriff machen. Der kommt vor dem Spezialbefehl. Oder kommt er? Ne, kann er gar nicht kombinieren. Haha, ich sehe gerade das Rad, er kann es nicht, er kann nur entweder oder. Das heißt, er kann immer wechseln, Fähigkeit einsetzen, Schaden machen, Tableaus hinzufügen und dann die Runde danach Fernkampfangriff und sich wieder heilen. Zum Hinzufügen von Tableaus sei gesagt, dass sie immer hinten angefügt werden, also immer in die letzte Schlachtreihe. Ist die letzte Schlachtreihe bereits vollständig, wird eine neue Schlachtreihe gemacht, aber nur solange es weniger als 4 Schlachtreihen sind. Sind bereits 4 Schlachtreihen da, also 4 komplette Reihen von Einheiten, von Tableaus, kann keins hinzugefügt werden. Dann ist die Einheit einfach zu groß. Der Punkt ist, dass an der Stelle aber eine wiederbelebte Einheit schon 16 Tableaus hat. Das ist eine Ansage. Sie sind 4 breit und wenn man sie dann noch 4 tief baut, da möchte ich tatsächlich nicht dem Nahkampf gegenüberstehen. Jetzt ist aber auch die Sache die, dass man natürlich auch einfach kleinere Einheiten spielen kann. Eine 6er Einheit, die 3 breit ist und da Tableaus hinten anfügt. Oder auch einfach Tableaus wieder herstellt, sollte die Einheit reduziert werden. Man kann die Breite nicht mehr vergrößern. Also wenn man irgendwann in der ersten Schlachtreihe Tableaus verliert, ist das Schadenspotenzial geringer. Aber man kann Tableaus wieder hinzufügen. Diese hinzugefügten Tableaus, wenn sie am Ende des Spiels noch da sind, zählen entsprechend auch die Punkte. Man kann nur nicht die Punkte über das Maximum der Einheit, die es am Anfang war, hinaus anheben. Also man kann die Einheit größer machen, aber wenn man mit einer 4er Einheit gestartet ist und hat dann danach, keine Ahnung, 10 Tableaus, 10 geht nicht, aber 8 Tableaus da drin, dann zählt sie nicht punktemäßig wie eine 6er Einheit, sondern sie zählt immer noch nur wie die 4er Einheit. Ist sie aber zwischendurch auf 2 runtergefallen und dann wieder auf 4 hochgeheilt worden, zählt sie wieder wie eine 4er Einheit. So, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, die so ein bisschen, ja, ein langes Spiel bevorzugt. Weil man in der ersten Runde, wenn man Glück hat, liegen 2 blaue Runen da, dann 2 Tableaus hinzufügen kann. Das ist dann auch bei Fernkampfeinheiten sehr interessant, die mit 2 Bases vielleicht starten, 2 Tableaus und dann 2 hinzufügen, haben sofort mal kompletten Wiederholungswurf möglich und genug Ersatzlebenspunkte, um eine Weile diesen Schadensoutput zu fahren. Oder halt für diese Infanterieeinheit. Ja, das Kommandorat. Ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen.
fangen wir bei der Spezialfähigkeit an, die ist in Schritt 8. Die ist sehr spät, was aber halt auch nicht so schlimm ist. Dann hat man viel gesehen von der Runde, man hat viele Informationen und kann dann auch spontan umentscheiden, welche Einheit man diese zusätzlichen Tableaus hinzufügt. Vielleicht ist eine Einheit mehr angeschlagen worden, als man gehofft hatte, oder eine andere Einheit ist irgendwo im Nahkampf gefangen worden und man braucht das extra Tableau für mehr Lebenspunkte für die folgende Runde. Kann man also spät in der Runde dann entscheiden, wo man das anbringt. Und er kann sich zusätzlich weißer Modifikator sammeln. Also er kann selbst negative Effekte loswerden oder inspiriert Marker kriegen. Das heißt, wenn er irgendwelche Karteneffekte hat, die erschöpft werden, ist Sammeln immer ganz gut, um diese Karten wieder aufzufrischen. Erschöpfte Karten werden nur aufgefrischt, wenn man einen Sammelbefehl macht oder einen inspirieren Marker dafür ausgibt. So, dann hat der Nahkampf-Initiative Schritt 4 und Fernkampf in 6. Der Fernkampf ist auch wieder einigermaßen spät, was ich für Fernkampfangriffe aber in Ordnung finde. Denn der Gegner soll ja erstmal auf einen zukommen und damit in Reichweite kommen, bevor man schießt. Bewegt er sich nach dem Fernkampfangriff, ist halt ein bisschen ärgerlich, dann kommt er in Reichweite. Hat er dann auch eine frühe Geschwindigkeit, kann er so den Fernkampfangriff ein bisschen umgehen und versuchen, schnell Ankao zu bedrohen. Das sollte man mit Positionierung entsprechend verhindern. Aber man muss immer daran denken, dass Fernkampf ja Sichtlinie braucht. Das heißt, wenn er auf den Gegner schießen möchte, ist er auch in Sicht dieses Gegners und man sollte dann vielleicht so einen schmalen Korridor zwischen zwei Einheiten haben, dazwischen kann er schießen und wenn die Einheiten angreifen, dazwischen passt kein Tableau, müssen sie eine der beiden anderen Einheiten angreifen. So, dann Initiative Schritt 5 bis 7 hat er Bewegung 2, 3, 4, also er kann sehr schnell laufen. Und als Modifikatoren hat er eine sanfte Kurve mit minus 1 Geschwindigkeit, einen Sturmangriff nur geradeaus oder nochmal einen 2 geradeaus bewegen. Er kann also nochmal laufen in Blau, damit kann er bis zu 6 geradeaus quasi laufen. Was cool sein kann, um schnell an Einheiten vorbeizulaufen, sich neben die zu stellen, in der Runde danach vielleicht sich neu zu formieren und dann ein bisschen in den Rücken zu schießen, während die Gegner noch beschäftigt sich, sich irgendwie umzudrehen. Aber sonst glaube ich nicht so häufig relevant. Ja, in Grün in 3 neu formieren, also genau wie Ados, da eine frühe Möglichkeit, sich umzupositionieren, um entsprechend vielleicht Angriffe in der Flanke zu vermeiden. Und auf 6 hat er das Manöver, womit er auch sich aus dem Nahkampf theoretisch lösen kann. Oder sich seitlich bewegen kann, um hinter Einheiten hervorzulugen. Da er aber mit dem Fernkampf zusammen kaum Bewegungsmöglichkeiten oder sonstige Sachen, also gar nichts kombinieren kann, außer Sammeln oder irgendwelche Fernkampfmodifikatoren, zu denen ich noch nichts gesagt habe, ja, ist es ein bisschen schwierig, ihn wirklich einzusetzen. Er muss einfach schnell an einer sehr guten Position stehen, damit er möglichst oft schießen oder entsprechend seine Fähigkeit einsetzen kann. So, rote Modifikatoren hat er aber dafür ganz interessante. Er kann 2 Treffer hinzufügen. Er hat kein Brutal, wird nicht verdoppelt, aber es sind trotzdem 2 Treffer, heißt 2 tote Infanteristen oder ein toter Kavallerist in den meisten Fällen. Er kann einen Blitz hinzufügen oder er kann einen Totenschädel hinzufügen, was dann besonders gut ist, sobald die Gegner halt mehr als 2 Widerstand haben. Also Verteidigung. So viel zu dem Rad. Ja, nicht ganz so geil wie das von Ardus, aber es ist halt auch ein Magier, der ist nicht so sehr auf den Kampf ausgelegt, als mehr auf die Fähigkeiten. Da hätte ich jetzt dann mehr damit gerechnet, dass er vielleicht diese Spezialfähigkeit entweder als Zusatz hat oder als Zusatz sich neu formieren kann oder Manöver machen kann, um da ein bisschen mehr zu arbeiten. So wird es tatsächlich sehr schwer ihn einzusetzen. Er muss einfach sehr gut stehen, um das oft nutzen zu können. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Ausrüstungskarten ein. Er hat 2 einzigartige Karten dann ebenfalls zur Verfügung. Zum einen hat er brutale Kräfte, 6 Punkte. Bei deinen Fernkampfangriffen würfelst du eine Anzahl von weißen Würfeln in Höhe der blauen Runen statt der roten. Das heißt, es reduziert etwas dein Fernkampfpotenzial. Aber deine Spezialfähigkeit fügt rote Runentableaus hinzu statt blaue Runen. Das heißt, er kann einfach die beiden Sachen switchen. Und dann könnte er sogar in einer Runde bis zu 4 Tableaus einer Einheit hinzufügen. Das kostet ihn dann aber auch 4 Lebenspunkte. Also das kann man gut machen, gerade am Anfang. Wenn 2 rote Runen liegen oder 4 rote Runen liegen, machen. Wenn keine liegen, eher auf Fernkampf setzen. Man weiß ja zu Beginn der Runde, bevor man plant, wie die Runen liegen. Das setzt dann sehr auf dieses Wiederbeleben, aber kostet ihn viele Lebenspunkte, ist sehr, sehr riskant. Er wird aber zusätzlich noch brutal 1. Heißt, sein Fernkampfpotenzial sinkt zwar von potenziellen 4 weißen Würfeln runter auf, er hat auf jeden Fall 1 bis maximal 2, aber seine Treffer werden verdoppelt. Das heißt, sein Schadenspotenzial ist immer noch vergleichbar zu den sonst roten Anzahl weißen Würfeln. Und ja, 6 Punkte, sehr viel, aber wie gesagt, es erhöht sein Potenzial, also es
ja, doch, es erhöht sein Potenzial in der Wiederbelebung, aber auch im Verkaufsschaden ist er nicht schlechter geworden. Und gleichzeitig ist er sogar im Nahkampf etwas bedrohlicher, dadurch, dass sein einer weißer Würfel ja auch noch dann die Treffer verdoppelt bekommt. Das ist auf jeden Fall interessant. Auch interessant ist dann vielleicht, wenn man ihn ein bisschen anders spielen möchte, mehr auf Blitzfähigkeiten, regenerative Magie. Die Anzahl der Blitze, die vor deinen Blitzfähigkeiten angegeben ist, ist um 1 reduziert bis ein Minimum von 1. Dieser Effekt hat keinen Einfluss auf Blitz-Plus-Fähigkeiten. Also, seine Heilungsfähigkeit kostet 2 Blitze, kostet jetzt noch einen. Bedeutet im Umkehrschluss, er kann sich für jeden Blitz, den er würfelt, um einen Lebenspunkt heilen. Statt für alle 2. Zusätzlich kann man ihm dann auch weitere Blitzfähigkeiten eventuell geben. Und wenn man ihn jetzt vielleicht doch mal damit rechnet, im Nahkampf zu gehen, hat man hier die Klinge des letzten Lichts vielleicht. Da habe ich jetzt einfach mal rausgekramt, um es einfach als Beispiel zu geben. Ist nicht besonders effektiv, aber man kann sowas machen. Und ich hoffe, dass demnächst halt mehr Karten mit Blitzfähigkeiten kommen. Klinge des letzten Lichts sagt nämlich, für normalerweise 2 Blitze und jetzt mit regenerativer Magie einen Blitz im Nahkampf reduziere die Verteidigung des Verteidigers für diesen Angriff um 1. Die Verteidigung kann nicht unter 1 sinken, bedeutet aber, wenn Ankau seinen weißen Würfel wirft und hat dann zum Beispiel einen Hit und einen Blitz, reduziert die Verteidigung, ja, wenn ich es mir nochmal im Nachhinein angucke, vergesse es. Also die Klinge des Lichts würde auf 1 runtersinken, aber sein Nahkampfpotenzial ist so erbärmlich, das können wir gleich wieder ignorieren. Denn er bräuchte wirklich diesen Blitz- und Trefferwurf, um irgendwie was Sinnvolles zu machen. 2 Blitze bringen schon nix. Da er halt irgendwie den Schaden dazu machen muss. Er bräuchte halt er bräuchte zusätzliche Würfe. Also bei ihm Quark. Man könnte es aber Ardos zur Verfügung stellen. Da ist die Karte definitiv besser. Aber wie gesagt, so ist halt eine mögliche Anwendung regenerativer Magie. Irgendwelche Zusatzkarten hinzugeben, die dann entsprechend weniger Blitze brauchen. Seine Heilungsfähigkeit definitiv, aber vielleicht hat er ja noch andere Artefakte, die er einsetzen kann, oder es kommen noch weitere Artefakte, die vielleicht mehr auf Fernkampf setzen. Ein Artefakt habe ich, das auf Fernkampf setzt, das hat aber keine Blitzfähigkeit dabei und es kostet stolze 10 Punkte. Herzsucher. Fernkampf, ignoriere die Sichtlinie, sobald du ein Ziel wählst. Das ist, finde ich, für Ankaromaru Gold wert, denn dann kann er hinter einer großen Einheit stehen, sehr, sehr dicht dahinter stehen und durch diese Einheit den durchschießen, ohne gesehen zu werden. Und man kann ja sogar in Nahkampf schießen. Das ja, gibt eine 1er Moralprobe für alle anderen in Nahkampfpflichtigen Einheiten. Aber wenn da so ein großer 12er Block Untote steht und man schießt von hinten auf die gegnerische Einheit noch drauf mit seinen bis zu 4 weißen Würfeln oder mit brutale Kräfte gepaart, 1 bis 2 weiße Würfeln plus brutal, kann man da einfach eine sehr, sehr gute Feuerunterstützung geben, kann sich selbst vielleicht für mehrere Blitze noch heilen. Falls nötig, falls man Tableaus hergestellt hat und Schaden gekriegt hat. Ermöglicht ihm halt deutlich sicherer zu stehen, deutlich zentraler in der Armee zu stehen, wo es für den Gegner schwerer ihn zu erreichen. 10 Punkte sind viel, dann kostet er gleich 50 Punkte, 56 mit brutale Kräfte. Im Vergleich zu einem 45 mit der geilen Ausrüstung von Ardos ist er dann sehr teuer, aber auch sehr gefährlich. Also das, denke ich, Herzsucher da eine sehr gute Möglichkeit für Ankaromaru. Ich sehe Ankaromaru aber eher als Einheiten-Upgrade. Er kann sowohl in der Infanterie als auch in der Kavallerie-Einheit eingesetzt werden, hat aber in beiden Stellen die gleiche Fähigkeit und deshalb finde ich ihn in der Infanterie-Einheit deutlich interessanter. Für 20 Punkte gibt er der Einheit eine Spezialfähigkeit und er hat selber dann Verteidigungswert 2 und 3 Lebenspunkte, also bleibt da, er verliert 2 Lebenspunkte, genau wie Alus, aber er bleibt dadurch ein bisschen solider, finde ich. Füge einer Vaika-Infanterieeinheit in Reichweite 1 bis 5 bis zu blaue rundvolle Tableaus hinzu, dann erleidet diese Einheit Wunden in Höhe der Anzahl der hinzugefügten Tableaus. Das Besondere daran ist jetzt, dass man ihn in einer Vaika-Infanterieeinheit spielen kann, also den Wiederbelebten, die am Ende der Runde in Anzahl grüner Runen sich regenerieren. Das heißt, man stellt ihn da rein in einen 6er-Trupp. Oder wenn man Ardos auf dem Feld hat, in einen Vierer-Trupp, stellt man Ankau rein, steht halt einfach hinter einem großen Block von Wiederbelebten oder einem großen Block von oder einem mittleren Block von Bogenschützen oder mehreren Bogenschützen. Und jede Runde gibt er einfach Tableaus hinzu. Und zwar 1 bis 2 Tableaus, je nachdem wie die blauen Runen liegen. Fügt er einfach hinzu
Und den Schaden, die ein bis zwei Schaden, die einer kriegt, werden auf jeden Fall in der Endphase regeneriert. Kostet ein paar Punkte, nur für den Effekt. Bedeutet aber, dass ein großer Block, der davor steht, wenn er vom Gegner nicht umgangen wird, auch nahezu unsterblich werden kann. Denn man fügt halt einfach ständig volle Tableaus hinzu. Zusätzlich hat dieser große Block vielleicht noch die Nekromantenfähigkeit und seine eigene Wiederbelebenfähigkeit, dass er dann halt Modelle wieder auffüllt und leere Tableaus nicht sofort abgeräumt werden, wodurch er einfach jeglichen Schaden, den er erleidet, wegregeneriert. Ja, das kann sehr böse sein, ist aber auch sehr punkteintensiv. Man hat dann wenig Zusatzmöglichkeiten. Ich habe das vorhin einmal ein bisschen zusammengeklickt in so einem Online-Bilder. Man kann noch Ardus dazusetzen auf der einen Flanke, also sollte man ja, um den möglichst kleinen wiederbelebenden Einheit für Ankau zu haben. Und auf der anderen Seite kann man noch eine Einheit von der neuen Kavallerie spielen für die Untoten. Die beiden Sachen als Flankenschutz quasi spielen, während der große Block sich durch die Mitte schiebt und versucht halt da entsprechend Druck auf den Gegner aufzubauen. Jetzt gilt aber zu beachten, hat man so einen großen Block, das sind Sachen, die wir halt mehr behandeln werden, sobald wir mehr Spiele zeigen, was wir hoffentlich bald hinkriegen, dass man ja noch Gelände legen muss. Und wenn das Gelände zu dicht liegt, hat der Block zu wenig Möglichkeiten, sich zu bewegen, wird sehr stationär. Und je nach Szenario kann das echt blöd sein. Also große Blöcke können sehr stark sein, sind aber halt gleichzeitig auch sehr gefährlich zu spielen. Deshalb, das ist eine coole Kombination, kann aber auch durch Szenario- oder Geländekombination sehr schnell in die Hose gehen. Also mit Vorsicht genießen. So, das sind die beiden Charaktere für die Untotenlegion von Vaika. Bei Ankau ist auch noch ein Geländestück dabei, das ziemlich cool aussieht. Also wie bei allen Charakteren ist halt immer ein neues Geländestück noch dabei. Das finde ich sehr cool. Neue Aufstellungsmöglichkeiten, neues Szenario und so weiter. Ja, ich finde sie beide interessant. Mir gefallen die Untoten halt generell sehr, sehr gut. Und sie haben beide wirklich komplett unterschiedliche Spielstile aus den gleichen Einheiten, die sie verwenden. Und man kann sie halt auch bequem zusammen einsetzen, so viel schon. Aber Ardus setzt halt eher auf viele kleine Einheiten, mit denen er nach vorne geht, selber sehr zäh und mitkämpfen. Während Ankur eher Einheiten unterstützt, er kann zwar auch viele kleine spielen, aber er freut sich eher darauf, wenn er ein paar größere hat, die er noch größer macht und am Leben erhält und selber ein gutes Fernkampfpotenzial halt einfach auch mitbringen kann. Und wenn man sie halt zusammenspielt, dann Ankur als Aufwertung und Ardus alleine, man kann halt einen großen Block spielen, man kann aber auch einfach Ankur in einer Einheit spielen und dazu zwei kleinere Einheiten und so, die man halt dann größer macht. Die sollten aber dann schon versuchen, dass es 6er Einheiten sind, damit man diese 3er Breite hat. Man möchte halt wirklich schon möglichst breit die Einheiten haben, damit es sich lohnt, Tableaus hinzuzufügen. Ist die Einheit nämlich relativ schmal und fügt Tableaus hinzu, ja, man erhöht das Potenzial dann nicht so richtig viel. Kann aber auch Sinn machen, wenn man mehrere 2er Einheiten aus Wiederbelebten spielt. Und man halt Glück hat, in der ersten Runde liegen gleich zwei blaue Runden da, zack, ist eine Einheit verdoppelt, ist eine Vierer-Einheit. Dann die nächste Runde eine Einheit, ein Tableau hinzufügen. Vielleicht hat man nochmal Glück, kann nochmal zwei Warners hinzufügen. Kann man diese Einheiten sehr stark pushen. Ob die Einheiten selbst dann so viel Impact aufs Spiel haben, ist dann die andere Frage. Dazu braucht man ein bisschen mehr Spielpraxis. Wie gesagt, habe ich noch nicht so viel, muss ich noch sammeln. Aber finde ich, klingt erstmal sehr cool. Ja, so viel zu den Vaika-Helden. Damit bin ich dann jetzt auch mit den Vaika erstmal Welle 1 quasi durch. Es gibt zwar jetzt noch die Kavallerie. Mal gucken, ob ich die demnächst vorstelle oder jetzt erstmal zu den Dekan dann demnächst übergehe. Und ich hoffe, irgendwann noch Zeit zu finden. Das wird aber noch ein bisschen dauern, den Wurm anzumalen auf Video und den vorzustellen. Aber ja, so viel erstmal dazu. Dann nochmal, ne, Christian, Chris bekommt die Mail. Dann quatschen wir darüber, wie wir die Base gestalten. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dafür und danke für deine und auch die Unterstützung aller anderen. Vielleicht machen wir das dann ab und zu nochmal mit dieser Verlosung. Gerade bei den bemalten Figuren bietet es sich halt an, weil man diese Charaktere ja nur einmal spielen kann. Haben wir also entsprechend durch die Anzahl der Boxen, die wir uns holen, auch gerne mal mehr Modelle, mehr Charaktere. Da denke ich, kann man es wiederholen. Ja, falls noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare zu den Helden der Vaika-Legionen sind unten in die Kommentare oder was auf dem Discord-Server. Gerne bereit für weitere Gespräche. Ansonsten hoffe ich, dass es gefallen hat, hoffe, dass es informativ war und sage danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.